Heidi Klum muss entfernt werden aus der Jury, weil sie dicke Frauen nicht tanzen sehen Vielleicht wird die dann von der Fetten ersetzt und dann ist das Heidi will. Klumpen. Oh! Adipositas, 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 ganz, ganz fett. Ah, das darf man jetzt nicht mehr Das darf man sagen. nicht sagen, nein. Okay. Das ist wie Eskimo. Das sagt man Okay. nicht mehr. Okay. Inuit. Eski Inuit. Eski Okay. Inuit heißen die. Wir sind politisch korrekt, wir sind absolut wortgewandt, wortverspielt und gut aussehend. Eloquent. 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 Wir sind Brennpunkt Internet, wir fassen die letzte Woche zusammen und meine Güte, habe ich keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe so beschäftigt, ne? Da habe ich umso mehr Ahnung. Also die Woche hat ja für mich eh aufgehört, als Dion Ja. ausgeschieden ist. Da hat die ganze Welt aufgehört für mich. Da war ja Es alles hat sich sinnlos. in dem Moment hat es sich angefühlt, als wurde ich irgendwo ausgeschieden. Ja. So schlecht hat sich das angefühlt. Sprichwörtlich. Wir saßen vorm Fernseher und dachten, ach komm, so schnell fliegt die auch nicht raus. Aber dann diese Fragen, ja, die gestellt worden sind, da dachten wir uns, Alter, das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Ist es nicht, ist es nicht. Für die Leute, die vielleicht gar nicht Bescheid wissen, Dion, der auch einen eigenen Brennpunkt-Hörerwunsch hat, Ja. war Teilnehmer bei Beauty and the Nerd. Auf Pro7. Jetzt ist es Contra 7. Ach so. Und ist dann in der zweiten Folge rausgeflogen in einem harten Duell. Was wir einen krassen Cold Opener eigentlich hier gerade haben. Ne? Wir haben noch nicht mal saftiges Aloha aus dem Ein Internet Hot gewünscht. Opener ist das schon. Ja, Das ist viel zu also auf heiß. jeden Fall, ich mache vielleicht auch doch wieder den Balkon auf, ey, Es damit ist er ein echt bisschen heiß heute durchzieht. hier, liebe Leute. Wenn wir ein bisschen Quatsch reden, dann liegt das nur am Wetter. Ja, ich räusper mal kurz mal meine Stimme, dann klinge ich vielleicht ein bisschen komisch und gehe kurz zum. Ui, ich klinge so komisch auf einmal, aber das ist ja gar kein Problem. Was ist denn hier passiert? Das ist meine feminine Seite. Oh, ganz Mach kurz. mal nicht, Robin, red mal anders. Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Nee, Viel also besser, viel die Woche männlicher. hat mich gar nicht interessiert. Ich habe nämlich so hohen Besuch dabei. So hoch, ganz hoch. Tatsächlich habe ich ganz kurz Angst gehabt, dass Marlene, hallo Marlene, Ja, hallo. mittlerweile größer ist als ich. Aber wir haben hier, wir sitzen nämlich gerade nicht mehr im Studio, das haben wir ja verwirkt Das dieses habe ich Jahr. noch nie gesehen. Du bist da nicht dran. Tino, du musst da auch dran. Da stehen Namen dran, ich bin nicht drauf, nee. Aber doch, alle sind drauf. Franz, Dion, Naja, Heinrich. ja. Es sind so Streifen an der Wand. Nicht wie die Streifen am Himmel, Leute, macht euch keine Sorgen. Ich glaube, der Punkt ist, dass du aus Weimar kommst und wir machen das immer bei Leuten, die von fern wegkommen. Ey, du musst in die Wand. Franz ist auch aus Weimar. Der ist aus der Wohnung, das zählt nicht. Lilo. Die hat ja auch gewohnt. Maggie. Hat Ach ja so, auch hat die gewohnt. gewohnt. Ja, Naja, gut, ja. argumentativ bist du jetzt Wer tot. ist denn da ganz oben? Hitman. Ach, Lars. der ist groß, ja. Ja. Aber ich bin ja nicht die Kleinste hier Du bist gewesen. nicht die Kleinste, nee. Rosi war auch schon hier. Jetzt schweifen wir aber auch Ach, ab. ums hier schlafen geht es Ja, quasi. Okay, aber danke. ich kann sehr gut überleiten, denn David Hein steht da oben auch dran, ist wunderlicherweise nicht der größte Mensch, der hier war, aber der größte Kritiker der Sendung Beauty and the Nerd. Er ist ein Kritiker, also er war nicht begeistert von. Wir haben ja live die erste Folge geguckt, da Ja. warst du ja auch im Chat dabei. Ja. So. Und da hat er schon gesagt, das ist echt ganz furchtbar. Aber jetzt habe ich in die neue Folge Lästerschwester mal reingehört. Unser Konkurrenzprodukt quasi, die haben sich von uns inspirieren lassen. Auge um Auge quasi, Ja. ja. Also der Podumcast hat ja damals das allererste Mal großartig die Internetgeschehnisse zusammengefasst immer. Und dann kamen die Lästerschwestern und haben das nachgemacht. Und dann, als Brennpunkt Internet kam, haben die Lästerschwester wieder gesagt, jetzt macht ihr uns nach. Sind die bescheuert oder was? Echt unfassbar. Also an dieser Stelle nur noch mal, fuck off. Bitte geht. Nee, aber der hat jetzt im neuen Podcast gesagt, oh, das ist die schlimmste Scheiße, die ich seit Jahren gesehen habe. Das Und ist ein bisschen ja, übertrieben. eben, wir hatten ja das Resümee gezogen, dass wir es gar nicht so schlimm fanden, ne? Ja, eben. Und es gibt anderes Zeug, was schlimmer ist. Ja, Germany's Next Topmodel, wo es wirklich so aufgekochtes Scheiße ist, wo die sich an Kleinigkeiten aufregen oder aufhängen. Deswegen fand ich das noch relativ real. Und auch was Dion erzählt hat, ja, dass es ja alles echt ist, echte Emotionen und so. Da fand ich das vergleichsweise harmlos. Ja, und also klar sucht der Sender auch und castet solche merkwürdigen Leute, aber er hat sie in dem Fall nicht verstellt. Also die sind halt wirklich so. Das muss man zumindest mal zugute oder zu schlechte oder zu was auch immer zu neutral halten. Sie haben wohl manchmal zumindest
Songs ausgetauscht. Als Flamur ja. wohl gedanced ist, haben sie die Musik ausgetauscht, sodass es ein bisschen lächerlicher wirkte. Aber ansonsten war es wohl alles real. Ich glaube, das eigentliche Austauschen ist wegen Urheberrechtsverletzung, meinst oder? Du? Also wenn sie den Song haben durften, warum nicht den anderen Song? Naja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es teurer ist, da irgendwie so ein Happy von Pharrell Williams oder so abzuspielen, als irgend so ein, was wurde dann abgespielt? Die Tannenfichten. Weiß ich gar nicht mehr. Tannenfichten. Die Tannenfichten, genau. Wer kennt sie nicht? Ja. Aber ich dachte mal, die zahlen irgendwie nur GEMA, die ganzen TV-Sender, und dann dürfen die Musik benutzen, wie sie möchten. Keine Weitgehend. Ahnung. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Punkt ist, es gab ein Stechen, ein Quiz zwischen zwei Teams. Ja, aber vorher war noch das Ding, dass eigentlich das neue Pärchen eigentlich rausgemobbt werden sollte. Zu das Recht. Heißt, der weibliche Nerd, die eigentlich ganz cool war, finde ich, ja. und das männliche Schönheitsding da, der sehr unsympathisch war. Ja. Er sah vielleicht gut aus, fand ich jetzt nicht. Fanden auch meine Gäste nicht. Wir haben auch gemeinsam geschaut. Ja. Aber er war wohl hübsch, offenbar, und der war unsympathisch und war auf Krawall gebürstet. Und der sollte rausgemobbt werden. Deswegen hat ein anderes Team Dion und seine Selina quasi vorgeschickt. Strategisch vorgeschickt. Richtig dumm. Zum Eliminationsquiz in der Hoffnung, dass sie die beiden rauskicken würden. Aber es kam ganz anders und es ging nicht gut aus für Dion. Ja, man muss halt echt sagen, es ist offensichtlich, dass sie wollten, dass der einzige männliche Beauty drin bleibt. Also und, ProSieben. Ja, also wahrscheinlich nicht ProSieben, sondern die, ich weiß nicht, Brainpool oder wer auch immer ja. das da gemacht hat. Endemol vielleicht sogar, ich weiß es nicht mehr ganz. Egal. Denn während der Beauty die Frage bekommt, auf welcher Insel befindet sich England, bekommt die Beauty von Dion die Frage, welche Stadt ist die Hauptstadt von Australien? Was auf jeden Fall schon ein bisschen... Viel trickiger, ja. Ja. So, das geht noch, aber die härteste Frage ist zum einen, was ist die Lieblingsbuchreihe deiner Beauty, nee, deiner, von der weiblichen Nerdin, hm. Was dann Harry Potter ist, was halt, die hat halt wahrscheinlich 50 solche Bücher dabei, ja. obwohl es nur 7 gibt, ja, und Dion spielt halt Magic-Karten, wo es 20.000 verschiedene gibt, und da wird gefragt, welche Karte braucht Dion unbedingt noch in seiner Sammlung. Und das hat er nie gesagt, dass er ja. den Black Lotus, das ist halt die teuerste Karte, die es gibt. Kein Schwein will die ernsthaft, außer halt die richtig harten Sammler. Und natürlich wusste sie das nicht, weil das Dion auch nie gesagt hat. Und die Enttäuschung in Dions Gesicht, ja. Ja. Da sage ich eben irgendwas, bevor ich gar nichts sage. Und ja, weiß ich nicht. Du hast die Resignation gesehen. Er war resigniert ja. und war traurig, dass er gehen musste. Aber eins habe ich ihm übel genommen, dass er nicht wusste, wofür Dieter van Tees berühmt ist. Wusste ich auch nicht. Das weiß man doch. Ich dachte, das ist, nee. Die ist voll, kennst du Dieter van Tees? Nee. Was ist denn los mit euch? Tino, nicht alle sind in solchen Schauspielerkreisen unterwegs wie die du. Die ist keine Schauspielerin, die ist eine Burlesque-Tänzerin, naja, das weiß man. Das ist doch das Gleiche. Ihr macht doch immer hier, ihr tanzt auf der Bühne, esst dann vegan und zieht euch komisch an. Aber das macht nicht jeder, Tino. Nee, das macht nicht jeder, aber... Es ist eine Legende, eine Tanzlegende. Und die ist bekannt geworden, weil sie in so einem überlebensgroßen Sektglas getanzt hat. Ein Contourer, ja? Benutzt du Contourer? Weißt du, was ein Contourer ist? Und das auch nicht, genau. Ja. Das wusste ich auch nicht. Das war halt auch völlig. Oder mit dem Saxophon. Ja, Simpson. Lisa Simpson spielt, welches Instrument jeder Mensch der Welt hat schon mal irgendwo die Simpsons gesehen. Ja. Aber kein Mensch weiß, was ein Contourer ist. Ich hätte halt Mascara gewusst oder sowas. Oder Foundation. Ja, Rouge oder sowas. Ja, ja, das kennt man. Also die. Lippenstift. Die Moral von der Geschichte ist, dass ProSieben Headquarter hat gebrannt. Ja. Die Hashtags sind wild umhergeschwungen auf ganz Twitter. Und während ich jetzt mal zum PC gehe und gucke, wann ich eigentlich angefangen habe und wie wir in der Zeit sind, sagst du mal irgendwas Schönes. Gute Idee. Wir rufen nicht zum Boykott auf. Ich glaube, dass der Dion trotzdem gerne das weiterguckt und weiterschauen wird. Deswegen liebe Grüße an Dion. Der streamt trotzdem jeden Donnerstag. Beauty and the Nerd. Aber guck lieber seinen Livestream und nicht ProSieben. Ja, 4 Folgen sind's noch. Und mich interessiert's nicht. Mich auch nicht mehr jetzt. Also ich habe mich mit meiner Peer Group immer getroffen, jeden Donnerstag zum Dion gucken. Das fällt jetzt flach. Was machen wir jetzt jeden Donnerstag? Wir haben uns jetzt so schon dran gewöhnt, 2 Folgen lang. Naja, was sollen wir jetzt machen? Gruppensex oder was? Hm. Dumm. Eklig. Ja, ist halt wirklich nicht so geil. Ich sag, wie es ist. Und da muss ich sagen, als das passiert ist, da war für mich Polen offen.
Also das, ah, das kennst okay. du, ja? Ich hab, Polen habe ich schon mal gehört. Okay, aber, was ist denn jetzt in Polen passiert? Ja, aber den Begriff, ja, so, ja. dass man das sagt, dann, ja. dann ist aber Polen offen, wenn ja. das passiert. Du hast halt einfach nicht weitergeredet, ja, was bei einer Überleitung dazu gehört. Ich wollte abwarten. Es ist schon die Nachricht, der Polen ist wieder offen. Ach so. Das war ja geschlossen zur Corona-Zeit. Ach so. Zur deutschen Grenze waren die Grenzen dicht und jetzt wurde endlich Polen wieder geöffnet. Ich habe auch eine Polen-News tatsächlich. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber jetzt, wo du Polen sagst, ist mir wieder eingefallen. Tut mir leid, dass ich jetzt mit dem Downer um die Ecke komme, aber irgendwie gab es Recherche, die jetzt ergeben hat, dass die polnische Polizei sehr aktiv an der Judenverfolgung beteiligt war. Das ist jetzt irgendwie rausgekommen. Ist das neu? Irgendwas Neues kam da. Wie gesagt, ich habe es nicht aufgeschrieben, weil es halt nur so zwischen Tür und Angel war. Vielleicht finde ich es auch nochmal. Ja, Polen waren ja jetzt in der Kritik, ne? Die hatten ja auch so schwulenfreie oder homofreie Zonen irgendwie. Und auch die Partnerstadt von Weimar ist wohl schwulenfeindlich. Und hat Peter Kleine, haben wir ja schon angesprochen im Podcast, eine Zoom-Konferenz einberäumt mit dem Bürgermeister von der Stadt. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ja, aber das hast du schon mal gesagt. Ist das jetzt schon passiert mittlerweile? Oder? Habe ich nicht verfolgt tatsächlich. Ist mir nicht zugespült worden. Schade. Ich habe es gerade nicht hier. Doch, Samosk. Samosk heißt die. Die tolle Stadt. Ich finde es natürlich jetzt nicht. Vielleicht habe ich es auch geträumt, was ich gerade erzähle. Aber das passiert mir auch sehr oft. Neue Studie, irgendwas, irgendeine neue Untersuchung, bla bla bla. Vielleicht war es auch ein ganz anderes Land. Vergesst, was ich gesagt habe. Polen ist super. Also irgendein Land hat irgendwie mehr zu tun mit der Judenverfolgung. Ja. Das kann man als News mitgeben. Ja, ja, ja. Ich wurde die letzte Folge übrigens angeschrieben. Ah, Adipositas. Ich soll nicht fett sagen. Ich nenne ja keine bestimmten Personen, die jetzt fett sind, sondern adipös. Ist zur Kenntnis genommen, Rücki. Man kann auch sagen Plus oder Plus Size oder sowas. Mhm. Plus kann man sagen, sollte Plus man Size Models vielleicht oder trotzdem nicht tun. Da gab es auch die nächste Fette jetzt, die diskriminiert worden ist. Und zwar bei America's Next, nicht Topmodel, sondern Got Talent, wo ja Heidi Klum in der Jury sitzt, gab es wohl eine adipöse Tänzerin oder Plus Size Dancerin auf Englisch. Und Heidi Klum hat wohl zuallererst und sehr schnell auf das rote X gedrückt, so die will ich nicht tanzen sehen. Und jetzt rufen ganz viele, Heidi Klum muss entfernt werden aus der Jury, weil sie dicke Frauen nicht tanzen sehen will. Vielleicht wird die dann von der Fetten ersetzt und dann ist das Heidi Klumpen. Oh! Oh, ich habe schon wieder fett gesagt, von der Adipösen. Sorry. Mann. Plus Size. Plus Size. Oder Plus Size, keine Ahnung. Ja. Das ist passiert und jetzt soll Heidi Klum ersetzt werden, aber wird nicht passieren. Weil Plus Size bin ich, Alter. Weißt du, wie rot ich auf dem Kopf bin? Das ist krass. Ich habe so helle Haut. Das ist echt finster. Ich muss mich eincremen, aber meine Creme ist abgelaufen. Guck mal, hat mir meine Mutter mitgegeben. Steht drauf, Juli 19. Das heißt, welches fast, Jahrhundert? Fast, 19, ja, oder? Also 2019. Ist halt ein Jahr drüber. Aber geht das so schnell dann irgendwie kaputt? Ich weiß es nicht. Vielleicht schimmel ich halt. Ich bin auch braun geworden gestern am See. Man kann das hier schön sehen. Hier bin ich blass und da bin ich braun. Du hast jetzt die Chance nicht genutzt, dass du irgendwie, du warst am See und man kann es sehen. Egal. Nicht aufgedingst. Lass uns über andere Scheiße reden. Es ist so warm. Ich kann nicht. Es ist wirklich warm. Wir müssen uns ein professionelles Studio bei mir im Keller einrichten oder so. Das wäre nice. Ich habe ja Kabelverlängerung. 10 Meter reichen. 10 Meter so wenig? Nee, brauchst viel mehr. Ja, ich weiß. Tino. Kuchen-TV, Annie the Duck, Mr. Trashback, alle haben Beef. Gar nicht mitgekriegt. Das hast du mir angeschnitten, glaube ich, gestern. Also, Annie the Duck. Das ist eine Ente. Das ist so ein Scheiß, Alter. Ja, die haben wir auch mal auf der Gamescom gesehen. Das feiere ich auch nicht. Aber egal. Die hat jemanden blockiert bei sich im Twitch-Chat, weil er gesagt hat, ich will AfD, was willst du tun? Was willst du tun? Ich bin ein echter Gangster, ich wähle AfD. Ja, genau das. Und dann hat sie ihn halt blockiert. Und da hat dann KuchenTV, weil er nichts zu tun hat in seinem Leben, eine Instagram-Story gemacht, hat gesagt, oh, so sieht Meinungsfreiheit in Deutschland aus. Antwort, und ja, so sieht sie aus, Kuchen. Alter, wie dumm kann man sein? Wie heißt denn der eigentlich? Tim oder so? Tim Held. Tim Held. Ja, sein Name ist nicht Programm. Nee, offenbar nicht. Also, müsste Tom Held heißen. Also Leute, Meinungsfreiheit ist, dass man nicht jede Meinung selber gut finden muss. Widerspruch ist keine Zensur. Wenn mir jemand sagt,
ich will Juden vergasen, muss ich nicht sagen, ah, coole Meinung nehme ich jetzt an. Du kannst auch sagen, raus aus meinem Haus, ich will dich hier nicht sehen. Das ist auch Meinungsfreiheit. Der Twitch-Chat ist ja in diesem Fall ihr Haus. Genau. Und obwohl ich absolut kein Fan bin von Leute blockieren und so, ich toleriere da eigentlich viel, außer es kommt halt irgendeiner rein und sagt kontextlos, guess the juice oder sowas. Das kommt ganz selten auch mal vor, das ist halt total dumm. Aber wenn jetzt jemand sagt, du bist scheiße, da sage ich meistens, das ist aber sehr unkreatives Getrolle, weil mein Chat besteht ja aus sehr vielen Trollen, die sich dann auch was einfallen lassen und dann einfach nur reinkommen, du bist blöd. Da geht mehr, Leute, da geht auf jeden Fall mehr. Und ja, da verstehe ich schon, dass man sagt, es ist blöd, wenn man da einfach jeden wegblockt, aber es ist trotzdem ihr gutes Recht. Es wäre andersrum. Also ich blocke erst bei Morddrohungen. Da hört es auf. Ja. Wenn das Messer so langsam in dem Herz versinkt, sagst du, jetzt wirst du gebannt. Also so auf 5 cm in mir drin, dann sage ich, stopp. That's what she said, ja. Richtig, genau. Okay. Da komme ich halt nicht rein. Okay. Nee, ich finde halt anders halt auch übelst Panne, dass er überhaupt das zum Thema macht. Auf jeden Fall haben sie sich dann auf Instagram hin und her gebieft. Jeder macht ihre eigene Story und sagt dann, nee, aber doch, aber nee. Das ist auch wieder so ein Werbeeffekt, oder? Na, das auf jeden Fall. Das ist halt einfach so richtig dumm gewesen. Ich weiß nicht, ich habe mich da auch nicht weiter mit beschäftigt. Das habe ich schon bei iCarly gelernt, dass wenn man sich beeft, dann kriegt man mehr Aufmerksamkeit. Wo Fred und iCarly Beef hatten, aber er hat das nur inszeniert, um halt mehr Klicks zu bekommen. Kennst du ihren Bruder Cyan Carly? Noch nicht. Oh Gott. Cyan Carly. Das ist eigentlich witzig, weil Cyan ist ja auch... Das schneide ich so an den Anfang. Cyan Carly ist eigentlich witzig. Nee, aber Cyan ist doch irgendwie eine Farbe, oder? Cyan, ja, ja. Cyanblau. Und es ist doch vielleicht auch ein Name. Ich war doch mal in Chemie. Alkalistoffe sind doch irgendwas Besonderes. Keine Ahnung. Alkalimetalle oder so? Ich hatte doch mal eine 5 da drin. In Chemie war ich immer ganz schlecht. Da hatte ich eine 7. Also ich kenne nur die Alkali da. Ja, doch ist. Okay, was wollte ich eigentlich sagen? Also andererseits wäre es ja viel schlimmer, wenn sie quasi sich jeden Scheiß anhören müsste in ihrem eigenen Twitch-Chat. So, dass man sagt, du musst jetzt dich beleidigen lassen. Das, weißt du? Aber okay. Das wäre antidemokratisch. Genau, es geht dann noch weiter. Dann hat sich nämlich Herr Mr. Trashback eingeschaltet, weil Herr Newsam war die Woche nämlich im Urlaub. Nächste News. Also so Schichttausch quasi. Genau, es war halt echt so. Und hat dann gesagt, nee, KuchenTV, das ist dumm, was du sagst. Hat dann auch Ähnliches gesagt wie wir jetzt. Und dann hat aber... So ein Arschloch. Dann ging es wohl darum, warum es keinen Rassismus gegen Weiße gibt. Und ich glaube, das ist an dem Punkt dann so eine Sache, wo... Das sagt Trashback. Ja, das hat auch, pass auf, das sagt auch, Hand of Blood hat da, glaube ich, auch vor kurzem drüber getweetet. Dass es keinen Rassismus gegen Deutsche gibt, sagt er. Genau. Okay. Dass es das nicht gibt. Und ich glaube, das ist halt so eine sinnlose Diskussion, wie man das jetzt nennt. Also es gibt definitiv aufgrund der Hautfarbe Hass gegen Weiße von Leuten. Ja. Aber wahrscheinlich durch die Vergangenheit, weil die Rassenlehre, so wie wir sie kennen, wahrscheinlich von Weißen kommt, so habe ich es verstanden, gibt es halt keinen Rassismus gegen Weiße. Aber wie man das jetzt nennt oder nicht, finde ich da... Technisch gesehen gibt es das schon. Also Rassismus ist für mich, wenn man aufgrund seiner Hautfarbe, Herkunft diskriminiert wird, anders behandelt wird, wie auch immer. Und es gibt eben auch Menschen, die Weiße verurteilen prinzipiell und die auch sagen, scheiß Deutsche. Das ist technisch gesehen Rassismus, ist aber kein Problem, so kein gesellschaftliches Problem. Also es ist jetzt irgendwie so, ist, dass Deutsche sich angegriffen fühlen oder Weiße sich angegriffen fühlen. Müssen. Ja, gibt es schon, aber es ist halt nicht so großflächig. Ja, und so, es ist halt nicht bedeutend. Kein, ja. Das ist wie Sexismus gegen Männer, den gibt es ja irgendwie auch. Ich durfte ja auch nicht Au-pair sein in den USA, weil ich ein Mann bin. Aber es ist halt kein strukturelles Problem, was jetzt ganz schlimm ist. Ich würde mitgehen zu sagen, dass es weniger ist, aber das ist schon, also strukturell würde ich schon sagen, ist das auch so. Was ist denn mit Frauen und Kindern zuerst? Was ist denn, wenn ich auch nicht ertrinken will auf der scheiß Titanic? Was ist denn dann? Ja, das war's dran tatsächlich. Es ist halt evolutionär begründet, dass du sagst, ein Mann reicht, um 100 Frauen zu beglücken, aber andersrum reicht eine Frau für 100 Männer nicht so gut. Also um den Fortbestand der Rasse, jetzt sage ich auch schon Rasse, der Menschheit. Der menschlichen Rasse. Der menschliche Rasse geht ja, Human Race. Zu sichern. Das ist halt schwieriger, weil halt diese 9 Monate, weißt du? Aber ein Mann kann halt in einer Nacht
100 Frauen befruchten aber und dann haben sie 9 Monate später eine große, glückliche Familie. Aber du brauchst ja trotzdem beides. Natürlich brauchst du beides, aber verstehst du nicht, was ich meine? Ja, schon. Ich weiß schon, dass aber ist ja trotzdem Männer mehr leisten können, für so mich reproduktionstechnisch. Nee, weil Männer nicht 9 Monate Regenerationsphase haben. Nee. Beim Kinder bekommen. Nein, meine ich doch. Die können, naja, die können halt sich so mehr reproduzieren. So, die können halt irgendwie immer kurz 10 Frauen schwängern. Ja. Können 40. Wir sprechen Kinder da aus sein. Erfahrung, ne? Ja, natürlich. Naja, und deswegen ist das irgendwie evolutionär schon begründet, aber es ist trotzdem für mich als Mann schlecht. Das ist dann Frauenprivilege. So. Aber dass Frauen sich aussuchen dürfen, so. Nee, dass also Frauen, dass Frauen ein Rettungsboot bekommen. Ach so. Dann, so, rechtfertige dich mal für dieses scheiß Rettungsboot jetzt. Also ich habe mich jetzt noch nie so oft in der Situation wiedergefunden. Frauen und Kinder zuerst, aber ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Einigen wir uns auf Kinder zuerst. Also wir können uns darauf einigen, wir können das beibehalten, Frauen und Kinder zuerst, dann aber auch zum Beispiel bei Boxkämpfen oder sowas, dass die dann auch zuerst auf die Schnauze kriegen. Ah, ist ja meistens so. Also im Haushalt, häusliche Gewalt, sind ja auch Frauen zuerst und Kinder. Frauen und Kinder zuerst. Steht die Polizei dann am Straßenrand. Yeah, Frauen und Kinder zuerst. Naja, das auf jeden Fall dazu. Keine Ahnung. Wie gesagt, hat dann KuchenTV da nochmal, ne? Bla bla bla, Internetbeef. War für mich nicht weiter spannend, muss ich sagen. Anita Duck ist doch, die kenne ich auch, die ist so blass, dünn und so, ne? Und spricht so komisch, so ganz niedlich. Hallo, ich bin Dagi oder so. Ich glaube, ja. Wir haben gerade vor kurzem erst über Milchbaum geredet. Die spricht nämlich auch ganz komisch. Aber ich glaube, das ist auch bei der so. Ich weiß es nicht. Ich habe noch einen schönen viralen Hit. Kein Hit leer, einen viralen Hit. Und zwar die Polizei Berlin versucht gerade irgendwie ihr Image gerade zu rücken, der ganzen Polizei irgendwie. Und die haben einen Song veröffentlicht. Und der ist großartig. Also, als ich gelesen habe, ja, Polizei Berlin hat einen Song veröffentlicht, dachte ich, oh Gott, das hat wieder irgend so eine Kacke. So, wir sind die 6 von der Müllabfuhr. Aber es ist echt gut. Es ist voll der Ohrwurm. Es ist auch musikalisch was für dich, glaube ich. Mit Trompeten und so eine Band. So. Ich finde Trompeten alleine nicht geil. Aber nicht alleine, aber es ist halt geil. So Pop-Rock-Musik mit Trompeten. Und es klingt ein bisschen wie das Intro von Dragon Ball Z. Okay. Du wirst unbesiegbar sein. Du wirst heute zusammengeschlagen. Ja, so eine Art ist es auch. Also es gibt... Nee, also ist es halt eigentlich gar nicht. Aber es ist halt so ein bisschen ein ehemaliger Voice of Germany-Sänger, der heißt Sebastian... Ach, es ist gar kein Polizist, oder doch, was? Doch, der ist eigentlich Polizist. Sebastian Stipp oder so heißt der. Mhm. Der ist Cop eigentlich, hat sich bei Voice of Germany beworben. Kann halt echt schön singen tatsächlich. Hat diesen Song jetzt gemacht. Im Namen der Polizei. Der ist wohl auch irgendwie LSBTQ-Beauftragter der Polizei. Also so für schwulen, nicht heterosexuelle Menschen ist er halt irgendwie da. Und der Song heißt... Wir lassen keinen hier allein. Und er ist einfach so gut. Er ist echt ein Ohrwurm. Und es gibt schon die ersten Leute, die über dieses Lied ein neues Video drüber gelegt haben mit Polizeigewaltszenen. So. Ja. Das finde ich gut. Ganz witzig. Habe ich ja tatsächlich auch mal gemacht. Ich weiß nicht, ob es der Dragon Ball Intro-Song war, aber irgend so. Nee, Digimon. Irgendwie, wir halten zusammen und das dann gegengeschnitten mit irgendwelchen Zweiter Weltkriegsszenen oder sowas. Ist ultra lange her. Weil es ja auch so ist, ne? Anime-Intros klingen immer so richtig so. Wie so rechtsradikal so ein bisschen immer. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein und so. Ja. Du wirst zum Mann und auch alles immer so. Du wirst rechtsradikal, du wirst zum Mann. Naja, aber alles sehr maskulin. Es werden immer nur die starken Männer besungen, so. Hä, die Frauen können auch stark und zum Mann werden, wenn sie das wollen. Wir leben 2020. Aber nicht in den Anime-Intros. Wenn im Anime Frauen die Hauptrolle spielen, dann ist es sowas wie Wedding Peach. Weißt du, es waren so 3 Frauen in Hochzeitskleidern, die irgendwie dafür sorgen, dass Paare sich nicht trennen. Was ist denn das? Das gab's wirklich, es lief auf ProSieben früher. Oder ja. Doremi, so 3 Hexen irgendwie, so 3 Hexenkinder, die zaubern lernen und irgendwie damit die Welt retten. Das ist alles immer sehr. Ja, komm, aber Sailor Moon, die sind auf. Aber auch hier mit riesen Möpsen und. Ja, dürfen die das nicht, oder was? In kurzen Kleidern, aber alle 5 Sailor Moons da, die Sailor Ritter, wie die hießen. Die sind halt zufällig so geboren, kannst dir doch nicht absprechen. Sind alle zufällig so gezeichnet worden von dem. Erfinder und haben alle ganz kurze Röcke an, lange schöne Beine und so. Für alle was dabei. So eine dunkelhaarige, eine blonde. Nee, wenn die alle schöne lange Beine haben, ist nichts für die dabei, die lange schöne Beine nicht lang und schön finden. Ja, für die wenigen vielleicht, ja. Ja, was weiß ich. Ich rede ja jetzt von dem Otto Normal Otto, ja, der irgendwelche, der dieses Frauenbild hat. Hm. Das wird halt bedient. Und ich finde, dass solche Anime-Intros immer sehr, könnte auch Nazi-Propagandatexte sein manchmal. Ja, da bist du mir jetzt wieder unangenehm. Links?
Ich, ist ja nicht verurteilen, ich finde es ja lustig. So, ich höre es ja auch gerne, aber es ist immer so ein bisschen so, wie, du musst kämpfen, wir sind die Sieger und so. Die wachsen Flügel im Kampf und so, Krieg. Die wachsen Flügel. Schmetterling, los. Ja, ich weiß ja, was du meinst, aber ich finde es jetzt nicht so übertrieben schlimm, krass, viel. Ist okay. Doch, ich will der Allerbeste sein. Es geht nur darum, immer der Beste zu sein. Und ja, so, ist die doch anderen geil. So weniger wert als ich. Ach so, Alter. Also, das drückst du denn so jetzt in den Pokémon-Song so rein? Nein, es ist so. Ich will den Platz, zweite Strophe, ich will den Platz, der mir gehört. Ich gebe niemals auf. Ja. Als wäre es sein Platz, jetzt ist er der Beste sein muss. Ja. Hätte das, da geht es einfach nur um competitive sein. Das ist doch geil. Naja, die Intros halt nicht. Sagst du auch, die ganzen Olympiateilnehmer sind alles Nazis, weil die auf Platz 1 wollen. Die wollen die Goldmedaille. Ja. Worüber haben wir eigentlich gesprochen, Alter? Der Polizei. Ach so, okay. Ich dachte, wir sind jetzt hier von Annie the Duck dahin gerutscht. Nee. Okay, ja, höre ich mir an. Erinnere mich mal nach dem Podcast, dass wir da nochmal reinhören. Ist bestimmt ein Banger. Es ist großartig. Aber nicht auf Spotify zu hören, leider. Ja, gut. Ich wollte eigentlich irgendwas dazu sagen oder die Polizei irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja, egal. Polizei in Amerika war ein großes Thema. Immer noch. Ist immer noch, ja. Und es gab quasi den einen riesen Skandal diese Woche. Hast du das Video gesehen von dem Typen, der von dieser alte Opa, der einen Helm der Polizei wiedergeben wollte, dann geschubst wurde, hingefallen ist, mit dem Kopf gelandet, du hast es gesehen. Und dann kam Blut aus seinem Ohr. Ein 75-jähriger alter Mann. Und da kamen halt 30 Polizisten, der stand, ist denen auf die zugegangen, hat den Helm hingeben wollen. Und der hat's gut gemeint eigentlich. Hat's gut gemeint und wurde hingeschubbt. Und liegt auch, glaube ich, bis jetzt immer noch im Krankenhaus. Hat, ich dachte immer noch auf der Straße. Immer noch auf der Straße. In der Blutlache. Nein, der liegt noch im Krankenhaus. Und 2-3 Tage später hat Trump dann gesagt, dass er es nicht für unwahrscheinlich, also wie er es immer so formuliert, er sagt es nie direkt, es könnte sein, dass, ne, immer der Konjunktiv. I don't know, maybe, so, maybe. Und was denkst du, was er gesagt hat? Dass der Opa schon vorher geblutet hat aus den Ohren. Vielleicht kam er ja schon an mit blutenden Ohren. Wissen wir es? Ich weiß es nicht. Ja, so ähnlich. Also, dass er sich fallen lassen hat. Das war eine Schwalbe vielleicht. Weil auch? Er hat den Helm vorher geklaut. Also, pass auf. Vielleicht wollte er die verhauen mit dem Helm. Vielleicht auch das. Also, der Opa könnte von der Antifa sein. Ja. Der wollte mit einem Scanner, was auch immer für ein Scanner, an die Ausrüstung der Polizisten gehen. Mhm. Hatte irgendwas Präpariertes an sich, das ist kein echtes Blut, was da rauskommt. Und hat sich mit Absicht schuppen lassen, um das so zu inszenieren. Dieser Respekt alte Mann, der jetzt Respekt. Immer noch im Krankenhaus liegt, ja. Antifa und so weiter. Aber der Kernpunkt ist halt, dass der irgendwas an der Ausrüstung scannen wollte, was auch nicht weiter ausgeführt wurde. Mhm. Und das war auf jeden Fall mal wieder ein neues Low für Mr. Trump. Und das Interessanteste dazu war, dass dann die ganzen Senatoren von seiner Partei, von den Republikanern, befragt wurden. Und fast alle haben halt gesagt, ich habe es entweder nicht gesehen oder Trump tweetet so viel, da kann man nicht alles verfolgen oder zu allem eine Meinung haben. Das ist also eine billige Aussage. Nicht einer, ja. Mitt Romney hat gesagt, das ist der Einzige, der meint, dass das unverzeihlich ist, aber dass er nicht genau aus Trumps Perspektive reden kann oder sowas. Mhm. Aber alle anderen haben kein klares Distanzieren oder sonst irgendwas. Keiner hat gesagt, hier, das geht gar nicht oder so. Aber es gab wohl schon die ersten Republikaner, die jetzt auch gegen Trump stimmen wollen. Die auf jeden Fall so distanziert sind irgendwie. Also dieses, ich weiß nicht, was es war, dass sie quasi, also man merkt, dass sie sich so langsam zurückziehen wollen, aber die enablen ihn halt trotzdem, wenn sie nicht klar dagegen sind. So. Mhm. Das ist halt das Ding. Und da frage ich mich, warum sind die Journalisten nicht so clever und sagen, unterschreiben sie das oder sind sie auch der Meinung, was er jetzt mal wieder getweetet hat zum Beispiel, und falls sie gar nichts sagen, nehmen wir das als ja. Dann sind die doch gezwungen, da eine Aussage zu machen und nicht irgendwie, oh, ich weiß von nichts, ich bin dann mal weg. So. Ja, das als kleiner Downer zwischendurch, weil wir gerade so gute Laune hatten. Ja, du hast recht. Ja.
Aber es ist ja nichts Neues. Und in den USA, was auch ein großes Thema war, dass die ganzen, also jetzt ganz viele Denkmäler zerstört worden sind. Nicht nur da, auch selbst in England ist das passiert. Genau, die haben von irgendwelchen Sklavenhaltern und Sklavenhändlern, die Denkmäler haben, haben sie halt die Denkmäler zerstört, also besprüht mit so Racist und so und Hakenkreuzen und haben dann die Statuen zum Teil auch zerstört. Die von Winston Churchill wurde wohl irgendwie verhüllt. Churchill. Winston Churchill. Und aber andere wurden, da gibt es auch richtige Videos, so wie die halt in, irgendwie in den Fluss reingeworfen wurden und reingeschmissen. Das oder großen Applaus. Da, genau, das war aber, glaube ich, England. Und das Geilste war, es war so ein Tweet, ey, hier das Video, bla bla, ist gerade passiert. Und ein Tweet darunter von dem gleichen, hier ist übrigens das Update von Google Maps, wie quasi die Statue schon im Wasser angezeigt wird. Ach cool. Richtig gut. Ja, die Frage als, ist, was passiert da jetzt? Ne? Wird die rausgeholt und neu aufgestellt? Die soll halt einfach in ein Museum. Ab einem bestimmten Punkt hat die halt in der Öffentlichkeit nichts mehr zu suchen, wenn die für was Schlechtes steht. Das ich fände es halt geil. Museum für Rassenkunde oder so. Kann man die ganzen Sklavenhändler hinstellen. Nee, es kann doch genau dieser Moment, dass das überhaupt in den Fluss geschmissen wird. Das muss dann da halt alles auf einer Tafel daneben stehen und so. Das ist ja Teil der Geschichte so. Ja. Und ich fände es halt auch geil, wenn zum Beispiel jetzt diese Dinger irgendwie besprüht werden oder so, dass das auch alles dran bleibt. Das ist ja übelst geil. Das gab es auch in Erfurt bei dem Martin-Luther-Denkmal. Da haben sie auch ganz viele Sachen dran gesprüht. Ja. Stell dir mal vor, du schreibst daran, Tino ist doof und deine Telefonnummer dazu oder so und dann steht das genauso im Museum. Das wäre uncool. Das wäre super. Da rufen nämlich 1000 Jahre noch an, die Kinder. Das kann ich nicht dulden. Ja, aber das fand ich witzig, auf jeden Fall. Hier, Slave Trader ins Wasser ist eine Notiz von mir gewesen. Ja, du hast sehr viele englische Notizen, bei mir ist alles deutsch. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe hier ganz tollen Besuch. Hallo. Hallo. Und da habe ich einfach nur so ein paar Headlines noch rauskopiert, damit ich da noch was habe. Das macht ja nichts. Für mich war der Schock der Woche, dass Little Britain jetzt gecancelt worden ist. Also Little Britain wird schon seit Jahren nicht mehr gedreht, seit 9, 7 Jahren irgendwie sowas. Aber jetzt hat auch Netflix und andere Dienste haben jetzt Little Britain verbannt aufgrund von Rassismus, weil die beiden Schauspieler Blackfacing betrieben haben. Es gibt da so eine Figur, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt. Das wollte ich mir eigentlich aufschreiben. Ganz dunkel erinnere ich mich, glaube ich. Es gibt auch diese Bubbles Devere, diese ganz dicke Frau. Ja, also aber die ist nicht schwarz. Adipöse, nein, aber ihre Gegenspielerin ist schwarz. Die quasi ihren Mann ausgespannt hat. Das war so eine Schwarze. Jetzt habe ich deinen Mann, eine Baby. So spricht die halt sehr, auch sehr dick und ist schwarz geschminkt und so. Und die beiden haben schon gesagt, sie würden so einen Sketch nicht mehr drehen heutzutage. Haben aber nicht eindeutig gesagt, okay, das gehört jetzt verboten. Also ich glaub schon, dass die beiden das nicht so geil finden. Weil man kann ja jetzt nicht rückwirkend irgendwelche Witze oder irgendwelche Sachen, die damals noch okay waren, jetzt rückwirkend canceln, finde ich. Ja, aber man kann, ja, erstens das. Also, das ist schon wieder dumm. Und letztendlich stellen sie ja auch man in ihrer... Man könnte ja das trotzdem rausschneiden und es trotzdem noch senden. Vielleicht das, ja. Diese einzelnen Szenen. Wäre aber schade, weil ich finde, dass sie ja auch eine gewisse Vielfalt in ihren... Figuren darstellen, also es wäre auch doof, wenn die jetzt nur weiße Figuren irgendwie in der Serie hätten, aber die spielen sie ja fast alle selber und das finde ich es okay auch mal irgendwie, also weiß nicht, es ist ja nicht abwertend gemeint gewesen und sie halten ja auch im Spiegel den Rassisten vor irgendwie und den Homophoben in der Serie und meistens kommen ja eigentlich die Rassisten nicht gut weg in der Serie und unter dem Kontext finde ich jetzt dieses Blackfacing, weiß ich nicht, ob das dann so schlimm ist. Was willst du machen, ne? Wenn du halt nun zu zweit krasse, da holst du dir ja keinen Dritten rein, nur weil der schwarz ist. Ja. Also ich verstehe es, man darf nicht nach unten treten und so dummes Blackfacing ist auch dumm, aber wenn es irgendwie einen Kontext hat, ja, und es auch nicht abwertend gemeint ist, sondern du einen Spiegel vorhältst, wie Sonneborn vor einigen Jahren, also als es diesen Obama-Hype gab, da hat sich Sonneborn auch schwarz geschminkt und so, ich bin ein Obama, hat er auf dem Plakat gemacht. Mhm. Einfach um zu zeigen, dass Obama trotzdem Dreck am Stecken hatte. Er hatte trotzdem auch, ist auch für Morde verantwortlich gewesen, für Kriegseinsätze. Er wurde halt gehypt, weil er halt irgendwie der erste schwarze Präsident war, weil er irgendwie cool war. Yo, Bro. Ist genauso rassistisch. Ich wähle den jetzt, weil der ein cooler Schwarzer ist. Ja, also es kann ein Argument sein, zu sagen, okay, wenn ich jetzt beide gleich cool finde, dann wähle ich eher den Schwarzen, weil es dann der Erste ist, so um Zeichen zu setzen. Das kann ich schon verstehen. Aber soll ja nicht ausschlaggebend sein. Ich würde jetzt auch Trump nicht wählen, nur weil er schwarz wäre. Wenn Trump jetzt Blackface. Ja, stimmt. Das ist der erste orange Präsident. So kann man es auch sagen, ja. Das ist Mobbing, wenn ihr den jetzt rauswählt, Leute. Also bitte. Da kommt Heidi Klum direkt und macht ein rotes Kreuz und dann war es das.
Ja, also ich finde das ein bisschen dumm, im Nachhinein Kunst, und ist es halt in dem Fall auch, zu zensieren und zu schneiden. Es gibt ja auch so viele Filme, die einfach, das ist halt damals noch der Zeitgeist gewesen. Es gibt ja auch zum Beispiel bei Dumbo irgendwie so eine sehr rassistische Szene. Da fände ich es wichtiger, irgendwie, wenn das bei Netflix oder im Fernsehen läuft, machst du halt vorher einen Disclaimer. Das ist von da und da, da gab es andere Werte und gut ist, aber das irgendwie komplett rauszunehmen, finde ich halt dumm. Es ist ja auch irgendwie dann historisch zu betrachten. Ich glaube auch bei Pippi Langstrumpf. Lass mal die Hitler-Reden nicht mehr irgendwie, weil das war ja damals irgendwie Nazi. Stimmt, verbieten am besten. Ja. Auch Pippi Langstrumpf, da haben sie auch so Begriffe wie Neger rausgenommen und so. Ja, wenn man es neu macht, ist das das eine, aber das ist im richtig. Nachhinein irgendwie das rausschneiden, finde ich dumm. Kann man in Frage stellen. Aber sehr gutes Stichwort, Tino. Denn Neger. Du bist. Ich soll nicht so oft dieses Wort sagen, ist mir mal gesagt worden von Leuten. Von welchen? Aber das ist ja Kontext, von Hörerinnen. Ach so. Nein, aber doch. Also, du bist ja jetzt nun Teil dieser heftigen Organisation Antifa. Genau, ich bin Vorstandsvorsitzender und Pressesprecher, genau. Okay. Und die sind ja eine Terrororganisation in Amerika. Offiziell auch im Handelsregister so eingetragen, ja. Genau. Nee, es gibt nämlich jetzt eine Petition mit über 1 Million Stimmen also vor 2 Tagen war das schon, keine Ahnung, wie es jetzt ist. Also wenn ihr das hört, vor 3 Tagen. Die jetzt sagen, dass der Ku Klux Klan eine terroristische Organisation sein soll. Und das ist auch wieder so ein Moment. Auf keinen Fall. Das ist auch wieder so ein Moment, da denke ich, was ist das denn noch nicht so? Hm. Weißt du? Überrascht mich auch nicht. Ein bisschen. Nee, ich glaube, die dürfen das machen. Die dürfen sich treffen, glaube ich. Und Leute anzünden. Das dürfen sie nicht. Also ach so. Sie dürfen sich treffen und hetzen. Die USA haben ja eine ganz andere Auffassung von Meinungsfreiheit. Da darfst du wirklich jeden Scheiß sagen. Ja. Und das eben auch. Ja, da ist halt Beleidigung auch mehr Teil der Meinungsfreiheit noch. Genau. Da greift ja ein bisschen weiter, was ich nicht gut finde, aber das ist so ihr Ding irgendwie von den Amis. Das dürfen die, genau. Aber sie dürfen keine Schwarzen anzünden. Das bleibt auch weiterhin illegal. Wenn da jetzt eine Puppe wäre, die ein Schwarzer ist, und die zünden das an, das ist dann auch das cool. Dürfen die garantiert. Weil die haben sowas nicht wie Volksverhetzung und sowas. Das haben die ja nicht, solche Gesetze. Bei uns wäre das höchst strafbar. Da muss erstmal ordentlich ein Volk verhetzt werden, bevor das im Gesetz stattfindet. Ich glaube, das dürfen die tatsächlich. Wir dürfen ja nicht mal Bücher verbrennen in Deutschland. Das ist ja auch so Volksverhetzung und so. Was ich gut finde, dass man das nicht darf. Ich würde gerne mal dieses hässliche Buch von den Buberts verbrennen. Das darf Herodes jetzt nicht hören, weil der hat das irgendwie 5 oder 10 Mal. Echt cool. Über so einen hässlichen Esel oder so. Das würde ich sehr gerne mal verbrennen. Über einen Esel? Ja, die haben so einen Esel da, was weiß ich. Scheiß Buberts, Mann. Die machen sehr gute Musik. Ja. Und tolle Musikvideos auch, sehr professionell. Auf verschiedenen Sprachen. Aber ich dachte, die wären reich. Warum sind die denn so billig in ihrer Produktion? Nee, sind sie nicht. Er hat irgendwie mal angefragt, ob er quasi was haben darf. Also so ein Geld? Buch. Darf ich Geld haben? Ja, hier, nimm. Nein, er hat einfach gefragt, ob er so ein Buch haben darf. Und dann haben sie ihn dann halt 5 oder 10 geschickt. Warum auch immer. Ich guck nochmal kurz nach der Zeit. Ja, die müssen doch auch Geld verdienen wollen. Ja. Das verstehe ich nicht. Aber tatsächlich ist mir auch mal ein Buch geschenkt worden. Ich war, von einem Künstler, mehrfach schon. Ich habe bei Facetas und Mundschuh ausgeholfen, sein Buch zu verkaufen in Weimar, wo er hier einen Auftritt hatte. Und irgendwie hatte er aber keine Merch-Leute da. Dann haben wir uns als Partei bereit erklärt, für ihn Bücher zu verkaufen. Da hat er mir auch eins geschenkt, Facetas und Mundschuh. Und du kennst den nicht. Ich war vorhin so witzig. Marlene kennt den nicht. Das ist ein Comedian. Schrägstrich Kabarettist, Schrägstrich was auch immer. Ja. Und ich habe nämlich gesagt, sehr da so ein Mundschutz. Ja, das ist witzig. Ja. Siehst du? Ja, finde ich halt nicht witzig. Oder im Weimar Fall vielleicht sehr da so ein Mundschuh. Oder so. Hm. Verstehen jetzt nur elitäre Weimar-Hörer. Er ist auch eine gewisse kontroverse Figur, sehr da so ein Mundschuh. Ich finde nicht alles, was er macht, gut. Er ist auch ein bisschen. Das sagst du jetzt nur, weil der kein urdeutscher Kartoffelmann ist. Genau, deswegen. Nee, ich habe ihn auch mal voll gefeiert und ich mag sein Buch und so und seine Bühnenstücke, aber er äußert sich auch ganz gerne mal so anti-Veganer, anti-Fridays for Future und so. Und da ist immer nicht ganz klar, wie weit er das ernst meint, aber es ist manchmal schon sehr hart, wie er gegen Greta vorgeht. Also ich habe mal eins gesehen aus seinem Auto raus und vielleicht wollte ich, dass das so wirkt, aber für mich hat es schon kam rüber, als würde er quasi eine überspitzte Darstellung von den Leuten machen, die halt wirklich so denken, um zu zeigen, dass das halt dumm ist. Hm. Aber es war halt noch so subtil, dass man es nicht genau sagen konnte. Aber das ist ja gerade
eigentlich gut, weil dann die ganzen Idioten, die halt wirklich so denken, auch wieder ein gutes Stichwort, komme ich gleich zu. Denken? Zu, nee, Idioten. Ach so. Nee, dass die dann denken, ach ja, der sagt's endlich mal, aber dabei findet er es selber halt auch genauso dumm. Es hilft halt nur nicht in dem Fall, weil die fühlen sich da doch schon nur bestärkt. Ja, also es zeigt irgendwie einen Spiegel vor, weil immer wenn du einen Spiegel vorhältst, ist halt die Gefahr, dass du falsch verstanden wirst. Da gibt es ja noch viele andere Künstler, die das auch so handhaben und dann auf einmal vor der Bühne die stehen haben, die gegen die sie eigentlich kämpfen wollen. Das wenn, geht wenn ganz schnell. Wenn du den richtigen Leuten den Spiegel vorhältst, dann wollen die das Spiegelbild halt auch einfach küssen. So wie ich. Mm. Weil, weißt du, selbstverliebt und so. Keine Frage, bin ich auch. Ich habe einen Narzissmus-Test gemacht. Ich war da so bei, das war so ein Balken, ich war so bei 60%. Ist schon ordentlich. Ich hätte mehr gedacht. Ja, egal. Ich habe einen Autismus-Test gemacht letztens im Livestream. Und? Ich habe es gerade vergessen. Also ich 28, glaube ich. 28, ja. Krass. Mehr ich hatte du. 14. Genau. Und 28 von 50, muss man und dazu sagen. Und Vince hatte, glaube ich, unter dir 13. Und ja. Oh. Okay, mein autistischer Freund. Nee, ich bin teils autistisch, teils nicht autistisch. Laut Test. Idiot war das Stichwort. Wir waren nämlich gerade eben noch auf dem Theaterplatz. Mhm. Und da hat sich eine Versammlung aufgetan. Wir sorgen, warte, wir stärken das demokratische Immunsystem. Und da wurden Reden geschwungen von diversen Leuten. Und also diverse Leute, so bunt, mal schwarze, weiße. Ja, das meine ich nicht. Ich versuche einfach nur sehr unvoreingenommen zu sein. Das fällt mir nicht ganz so leicht. Also Nazis waren dort. Nein. Es waren alles Rechtsradikale. Es waren die typischen Esoteriker, Waldorf-Muttis und so weiter und so fort. Da gibt es dann weltweite Wissenschaftler, die in ausführlichen Studien irgendwas ergeben und dann kommt aber ein so ein Waldorf-Kindergarten-Erzieher oder so und sagt, ich habe hier mal so eine Statistik gesehen und wenn ich mir das angucke, dann sieht das aus wie Und solche Leute waren da auch halt wieder dabei und zwischendrin wurde dann gesungen. Nicht so schlimm. Krishna, alle nee, was, Liebe ist das dein bestes Tun ist Liebe, aber es wurde halt so gesungen von zwei Frauen. Das war alles ganz, ganz schön. Und ja, dann ging es halt darum, dass die Welle abgeflacht ist, aber das schon begonnen hat, bevor der Shutdown war. Das stimmt so nicht. Es gibt, selbst wenn es so ist, war ja trotzdem auch bevor, zum Beispiel in NRW wurden ja die Schulen übelst spät geschlossen, wurden ja trotzdem vorher schon Maßnahmen gemacht und es war ja trotzdem schon im Gespräch, sodass zum Beispiel sich ein paar Leute gedacht haben, okay, dann gehe ich halt vielleicht einfach weniger raus. Genau, es gab schon die. Ich habe ja auch noch überlegt, ob ich überhaupt nach Köln fahren soll, noch am 12., glaube ich, 12. März damals. Und das ist halt immer wieder der Punkt. Je mehr und je besser du dagegen vorgehst, desto lauter sind hinterher die Stimmen, ach, so schlimm war es doch gar nicht. Und das ist halt so. Genau, es gab schon früh die Ersten, die freiwillig gesagt haben, wir machen zu, wir machen nichts mehr, wir treffen uns nicht mehr in großen Gruppen. Und da fing es halt schon an runterzugehen. Und die Maßnahmen, das stimmt, kamen erst ein bisschen später, aber auch da ist es wieder gesunken. Ja. Ja, wollte ich nur kurz erwähnen, ist okay. Und jetzt spreche ich mal China an, sonst bist du immer der China-Experte. Sagst du eigentlich China, China oder China? China. Okay, erlaube ich. Darf ich bleiben? Ja. Alle normalen Menschen sagen China. Okay. Wer China oder China sagt, der ist, finde ich... Ja, Rosi. Was sagt Rosi? Rosi sagt China, weil die dumm ist. Ach, Rosi. Aber ich mag dich trotzdem, ist okay. Ich mag Rosi ganz doll, aber das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Da hört auch Spaß auf. Und zwar in China kamen wieder die ersten Corona-Fälle heute auf und Oha. Gestern. Denn die haben ja schon früh angefangen, wieder zu lockern und normales Leben. Ja. Und auf einem Großmarkt sind jetzt wieder ganz viele Fälle ausgebrochen. Jetzt fangen die wieder an, ganz. Fälle ausgebrochen? War das Tier noch dran, oder richtig, was? Richtig, ganz viele Tierfälle sind ausgebrochen. Ging so. Und bei einem Großmarkt sind halt wieder Infektionen bekannt geworden und es werden Wohngebiete geschlossen und Schulen abgeriegelt und es hat mir so ein bisschen gezeigt, was uns bald blühen könnte. Sobald wieder jetzt echt die Lockerung ab 15. Juni sollen ja wieder alle Sachen wieder fast so sein wie früher, dann wird das gleiche bei uns passieren. Ja, mal gucken, wir haben ja keine Wet Markets, ne, wo dann irgendwelche Fälle rumlaufen. Also bei uns nicht ganz so, aber naja, aber also wenn natürlich dann hier wieder 1000 Mann Party machen, aber das ist doch, also das ist doch gesagt, dass das bis Anfang September oder Oktober sogar
September war es, glaube ich. Aber keine Großveranstaltung. Am 15. Juni gelten nicht mehr die Landesbestimmungen. Da dürfen die Gemeinden selbst bestimmen, was sie tun. Und es dürfen sich ja immer mehr Menschen wieder treffen, auch innen und draußen und so weiter. Machen wir zum Glück nicht. Machen wir gar nicht. Ja. Wir sind gerade über Telefon zugeschalten. Und da reicht schon ein Mensch, der diesen Virus hat. Und er steckt halt alle 300 Leute an, die in dem Raum sind. Ja, wir gucken mal, Tino. Es ist doch theoretisch der Langzeitplan. Entweder eine gewisse Zahl ist angesteckt oder es gibt eine Impfung. Anders kriegst du es ja gar nicht weg quasi. Außer es kann natürlich passieren, aber ist halt super unwahrscheinlich. Egal, wir haben so viel über Corona geredet die letzten Wochen, Tino. Komm, lass ja, komm, es reicht. Ich habe auch nichts mehr mit Corona. Sehr gut. Bevor ich das vergesse, George Bush hat gesagt, er wird Trump nicht supporten als Wiederwahl. Das hätte ich vorhin sagen sollen. Ehrenmann. George Bush war ja immer so, ne? Oh, der beschissenste Präsident aller Zeiten. Und der ist so dumm vor allem, und so, ja. Und haha, da habt ihr die Rechnung ohne Trump gemacht. Und selbst der hat erkannt, dass Trump ein Idiot ist. Ja. Und das schottische Parlament hat beschlossen, das fand ich noch ganz nice, Gummigeschosse und Tränengas nicht mehr nach Amerika zu exportieren. Aha. Das machen wohl die Schotten ganz besonders toll. Ja, ich habe auch wieder diese Woche viele Fotos gesehen. Also so ein Gummigeschoss will man nicht abbekommen. Das tut weh, ja. Also die machen jetzt die Schotten dicht. Oh. Ja, da hast du jetzt ganz kurz schon in den Ecken und gewartet. Oh. Bis kurz Ruhe einherrscht. Geil. Ja, machen sie. Ach, und Riot Shields, also diese, ne? Wurde auch einer mit verprügelt. Irgendwas war es noch, aber mir fällt es gar nicht ein. Ist egal. Und das Letzte, damit wir dann vielleicht von Amerika nochmal wegkommen können, ist ein Video, was sehr viral gegangen ist von der Police Union, ich weiß nicht, Polizeigewerkschaft würde man wahrscheinlich sagen, obwohl das halt ja in Amerika ein Stück weit was anderes ist. Mhm. Und die haben so richtig gemacht. Wie eine Sirene. Genau. Die haben gesagt, wir wollen jetzt hier mal auch ein bisschen Respekt, wir sind nicht der Typ, der den da umgebracht hat, wir sind das nicht und so. Und ich bin ja auch kein großer Fan von ACAB und so. Ich bin ein Fan von MCAB, also Many Cops Are Bastards. Achso, okay. YMCA bin ich Fan von. Auch schön. Nee, aber es war halt so dieses richtig weinerlich, so, und wir verdienen Respekt und das ist dieses Respektsding, Alter, das triggert mich halt immer so. Weil Respekt hast du dir halt zu verdienen, das kriegst du nicht, oh, du hast eine Uniform, hier ist Respekt, bitteschön. Das ist halt Schwachsinn so. Du handelst irgendwie, weißt du, rechtschaffend und dann respektiert man dich dafür oder sowas. Ja, doch, er hat, oder die Person hat ja einen Beruf, der tendenziell gefährlich ist, ja. Sie setzen ja schon ihr Leben oft ein und setzen Gesetze durch, die sie auch nicht gut finden vielleicht. Das ist schon vielleicht auch ein respektabler Job, aber es ist eben auch also eine Macht. Der Satz ist aber sehr komisch. Sie setzen Gesetze durch, die sie nicht gut finden. Vielleicht, und das ist ein respektabler. Die sie vielleicht nicht gut finden und sie müssen ja quasi sich dem Ganzen verpflichten. Ja, wenn sie jetzt sagen, sie wollen das Gesetz verteidigen, gibt es vielleicht manchmal auch Gesetze, die sie jetzt nicht unterschreiben würden, aber auch die müssen sie durchsetzen. Und das ist dann schon auch hart. Wo ich sagen muss, selber schuld, so. Wer diesen Job ergreift, der weiß das, dass du diesen Scheiß machen musst. Aber trotzdem muss es ja auch Menschen geben, die das machen. Ja, in unserem System, in unserer Ordnung, die wir haben als Gemeinschaft, braucht es ja auch Polizistinnen und Polizisten irgendwie. Deswegen kann ich das schon verstehen. Aber es gibt eben dann doch sehr viele, die diese Macht auch ausnutzen. Das darf man auch nicht vergessen. Und eine Uniform ist nicht automatisch, dass du der geilste Mensch der Welt bist und alles machen darfst. Also ich finde bei dieser Sache immer wichtig, dass sie ja für das Volk arbeiten. Und genau, für uns. Ja, für dich nicht und für dich auch. Und nicht umgedreht. So. Wir können den Sachen sagen, hier, Bulle, komm mal ran an Meter. Ja, hier. So wieder natürlich doch, auch nicht. Ich finde schon, das ist meine Steuern, die ich da zahle, ja. Wenn ich sage, hier, bring mal den Müll runter, dann hat er das zu machen. Ja. Wenn es gerade nichts anderes gibt, wenn gerade kein Verbrechen passiert. Hier, was stehst du denn gerade so rum? Hier kannst du mir mal helfen beim Auspacken. Ja, okay, so. Dein Polizeihass wieder, Tino. Es ist kein Hass. Ich will nur, dass sie auf geile was hast tun. Du an sich gerade. Danke, ne? Nice. Habe ich seit gestern an. Richtig leuchtend pink. Ja, wechselst du die auch mal? Ich rieche ja eh nichts, mir ist egal. Eben. Ja, wollte ich nur erwähnen. Also unter dem Gott, Alter, mein Hirn schmilzt, es ist so warm. Also unter dem Gesichtspunkt, dass sie ja für die Leute arbeiten, ist halt dieses ey, ey,
wir sind Respektspersonen, halt einfach ein bisschen Panne gewesen. Und es werden ja auch viele Straftaten von Polizisten auch unter den Tisch gekehrt, weil die ja quasi über ihre Kollegen ermitteln müssen. Da gab es schon oft Fälle, dass dann Beweise vernichtet worden sind. Das ist ja auch alles uncool so. Das darf man nicht vergessen. Deswegen ist eine Skepsis vor der Polizei angebracht, auf jeden Fall. Und solange die nicht mal Müll raustragen, sowieso. Meine Meinung. Ja. Ich habe noch ein Thema, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Ansonsten weiß ich nicht, was du da noch... Ich habe ein Buch voll. Ich muss nicht alles erzählen. Dann erwähne ich es nur kurz, dass Twitch halt jetzt die ich krieg's nicht in die Twitch-Kopalypse. Weil die Adpopolypse von YouTube war ja auch, dass dann irgendwie ganz viele Werbetreiber abgesprungen sind. Und bei Twitch ist es jetzt so, dass sehr, sehr viele Leute weggestrikt werden aufgrund ihrer Clips, in denen Copyright-Musik drin ist. Du darfst quasi livestreamen mit Musik, aber nicht das Clippen. Naja, lassen. Offiziell darfst du es nicht, aber es hilft halt, es auszumachen zum Beispiel, dass es halt hinterher noch erhalten bleibt. Und das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch eine Regelung in der Zukunft gibt, aber ich wollte es nur kurz erwähnen, weil das hat auf jeden Fall das Internet sehr aufgeregt und auch mich. Also ist Schluss mit Song Request und so und Reaction auf irgendwelche Songs. Wenn du es ganz genau nimmst, schon, ja. Also es war auch vorher nie wirklich erlaubt, aber es war halt irgendwie geduldet. Und wenn halt wegen, mach einmal kurz Wappab an, lol. Geht nicht mehr. Und dann ist dein Kanal wegen dieser Scheiße weggestrikt. Das ist halt echt uncool. Aber ich denke, mit Kontext, wenn du drauf reagierst oder so, also das aufarbeitest so ein bisschen journalistisch, ja. Dann geht's vielleicht. Ja, aber ja, so ein Background, ja. Nur Bibi laufen lassen, ist vielleicht ein bisschen blöd. Also es ist halt auch ganz klar immer verboten gewesen, dass du Lip-Sync machst zum Beispiel. Oh. Das ist ganz klar in den Richtlinien auch ausformuliert. Oder unser Freund Scotty P., der macht ja immer so Karaoke. Na, wenn du es mit Twitch Syncs machst, geht das, weil das ist quasi offizieller Partner. Aber er meinte, er muss irgendwie eine Lizenz kaufen dafür, dass er Karaoke machen darf. Keine Ahnung. Huste du mir noch eins. Ein paar Minuten haben wir noch. Ja, ich habe noch hier, es gab einen heftigen Beef zwischen J.K. Rowling und der Trans-Gemeinde. Wer ist denn die Trans-Gemeinde? Und was steht da? Daniel Radcliffe. Ja, das ist ein Spoiler. Ah. Also eigentlich nicht, aber also J.K. Rowling, wissen wir ja, die äußert sich öfter mal transfeindlich. Also angeblich. Ah, das habe ich auch mitbekommen, ja. Weil sie halt... Ja, pass auf, ich kann es sagen. Ja. Weil wenn man erlaubt, dass Männer überall hingehen dürfen aufs Frauenklo, dann sind die Frauen in Gefahr. Irgend sowas war da. Irgendwas habe ich mitbekommen. Das ist total richtig. Weil ja. Männer gehen dann da rein und sagen, ich identifiziere mich als Frau und dann pissen die da die Wände voll oder was weiß ich, was die machen. Was wäre zu machen, die Männer? Ja. Ja, und sie sagt zwar, dass Transmenschen ganz, ganz toll sind, so, man muss die supporten, aber wer als Mann geboren ist, bleibt ein Mann für immer und ewig. Das ist so ihre Aussage. Okay. Sie sagt, eine Transfrau kann niemals eine Frau sein. Und damit hat sie ja alle gegen sich gezogen. Also Twitter hat sie zerstört. Und ganz viele Trans-Fans von Harry Potter wollten das schon boykottieren und so. Aber jetzt hat sich Harry Potter so ein bisschen... Da wäre wieder Bücherverbrennung gut gewesen. Ne? Zum Beispiel, siehst du? Es war nicht immer eine schlechte Idee. Und Harry Potter, also Daniel Radcliffe hat halt gesagt... er sieht es nicht so, für ihn sind Frauen halt Frauen so. Und auch wenn du als Mann geboren worden bist, aber dich als Frau fühlst, bist du halt eine Frau. Und seitdem fangen die Menschen wieder an zu sagen, okay, vielleicht müssen wir nicht das ganze Harry Potter-Universum so verurteilen und so boykottieren. Okay. Das war jedenfalls ein Riesending, dass J.K. Rowling sowas Doofes sagt. Ich fand's auch doof. Ich verstehe ja, dass man jetzt nicht, dass jetzt wir beide einfach mal sagen können, wir sind jetzt mal eine Frau, wir sind jetzt zwei Frauen und gehen jetzt aufs Frauenklo. Das ist problematisch vielleicht. Aber zu sagen, dass echt Menschen, die Gutachten haben, die Frauen auch werden so, dann... Aber ich finde schon alleine daran kritisch, dass du machst ja... Also wenn du ganz normal das Frauenklo benutzt, du als Frau. Ja. Also da kommt jetzt mal angenommen ein Mann rein und geht ganz normal aufs Frauenklo, das ist ja auch nochmal abgedingst, das ist ja nochmal extra separat, und geht aufs Klo und geht wieder. So, dann ist das ja an sich... nicht weiter, wenn dann aber der natürlich irgendwie da um die Ecke lunzt oder unterm Türrahmen durch, dann ist es ja in dem Fall dann auch egal, ob das ein Mann ist oder ob das eine andere Frau macht. Dann ist ja dann das ein Tatbestand, aber einfach nur nochmal aufs Klo gehen und ciao. Weil auf dem Männerklo passiert das doch auch nicht, dass man dann, also mal ist ein bisschen manchmal Klischee, so dass man sagt, oh ja, man stellt sich nicht, man muss immer ein Pissoir nebeneinander Platz lassen. So, das ist so Etikette. Aber weißt du,
ist doch egal, ob es dann ein Mann oder eine Frau ist. Aber, also, aber es sind schon eher Männer, die solche Sachen machen, wie jetzt unter den ja, aber Türschlitz da, gucken. Ich meine doch nur, wenn ein Mann, kannst du jetzt mal sagen, wenn ein Mann ganz normal aufs Frauenklo gehen würde und ganz normal, er guckt nirgends hin, er geht einfach nur rein in die Kabine, geht wieder raus, wäscht sich die Hände und ist weg. Ist ja. Also ich hätte damit kein Problem und ich bin ja auch schon mal, also es ist ja häufig so, dass vor Frauentoiletten eine längere Schlange ist als vor Männertoiletten. Mhm. Und da gebe ich jetzt zu, bin ich auch schon mal auf die Männertoilette gegangen. Auf Pissoir? Nein, nicht auf im Pissoir. Stehen, ne? Ja, ich habe mich dann da drauf gesetzt. Nein, aber ja, ich verstehe das nicht. Also es gibt natürlich auch viele Fettnäpfchen, in die man jetzt treten kann. Ne? Auf unserem Klo nicht. Unsere Klos sind viel sauberer als eure. Wir haben keine Fettnäpfchen. Also ich glaube aber, dass das Argument oftmals ist, dass Frauen sich dann wohler fühlen, weil es halt so ein Schutzraum ist. Auf einer Party auch, so in Diskos. Sie werden ja auch gerne mal von Männern angegrapscht und so oder angetanzt. Und wenn sie Ruhe haben wollen, gehen sie aufs Frauenklo. Da sind halt nur Frauen, da sind sie unter sich. Da muss ich wieder vorsichtig sein. Aber das ist für mich, also dieses Narrativ macht für mich das Problem halt auch schlimmer, weil dann baut man ja diese Gefahr Mann auch nochmal zusätzlich auf, statt es abzubauen gegenseitig irgendwie. Weißt du, was ich meine? Das verstehe ich auch. Ich hatte ja auch mit Herodes einen langen Spaziergang vor einer Woche genau, wo wir durch den Ölmpark spaziert sind, haben philosophiert. Da habe ich ihm auch gesagt, dass wir das als weiße Cis-Männer wenig beurteilen können. Wenn alle so wären wie wir, ja, wie Robin, wie Tino, wie Herodes, wenn alle Männer so wären wie wir, gäbe es so ein Problem vielleicht nicht, ja. Aber es gibt eben dann doch sehr viele Männer, die das gerne doch ausnutzen und Frauen dann halt... Ja, das sage ich ja gar nicht. Absolut. Ja, da muss man auch was machen. Und deswegen braucht es halt... eben, das gibt es ja. Deswegen gibt es diesen Schutzraum für Frauen. Also Schutzraum. Es gibt ja nochmal das separate Klo da drin, wo keiner... Das ist ja auch auf der Männertoilette mein Schutzraum, so, wo ich reingehen kann. Ich möchte es gar nicht jetzt ändern. Ich will nur den Gedanken mal in den Raum werfen, dass man vielleicht nicht das so... framen sollte. Ey, wir müssen euch Frauen jetzt vor den bösen Männern beschützen, weil das macht das Problem nur noch mehr. Also ich als Frau hätte kein Problem damit, wenn auch ein Mann einfach auf die Frauentoilette gehen würde, einfach in eine Kabine rein, Hände waschen raus, gar kein Problem. Genau, aber nur dann. Aber ich habe die Befürchtung, wenn du das allgemeingültig machst, dass das dann Männer ausnutzen. Das ja, glaube ich. Das gibt's ja immer, aber es, also das sind halt die gleichen, die auch jetzt schon Scheiße bauen. So. Ich gestehe auch, zu meiner Schulzeit war ich immer derjenige, den alle für schwul gehalten haben, auch die Mädchen. Ich durfte aufs Klo mitkommen bei den Mädchen. Da habe ich auch manchmal gemacht. So. Ich war öfter auf dem Mädchenklo als auf dem Jungsklo. Tino, du Schlingel. Während meiner Schulzeit. Na, die dachten, ach, ist auch nur Tino. So, weiß ich, war mit meinen Mädels war ich dann irgendwie da auf der Toilette. Also wir haben nur vor dem Spiegel gestanden, haben uns unterhalten so. Da kamen andere Mädchen rein und da waren sie erschrocken, mich zu sehen. Da meinen sie dann die eine, ach, ist auch nur Tino. Ah ja, gut. Da haben sie dann da gepullert. Ist das ein Kompliment oder ist das ein Diss? Ich wusste es früher auch nicht. Also die haben mich echt alle für schwul gehalten. Wo ich auch immer Freundin hatte so irgendwie, aber... Naja. Keine Ahnung, das war meine Geschichte so. Wir sind jetzt bei 55 Minuten. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, was ganz, ganz wichtig ist. Ansonsten. Es gab eine lustige Prügelei auf einer AfD-Parteiversammlung. Lustige Prügelei, bin ich immer dabei. Das fanden auch die Leute, die zugeschaut haben. Es gab dann den Kommentar von irgendeiner Frau. Wie Livestream oder was? Nee, es war einfach ein Video. Also es war so eine Parteiversammlung und irgendein Landesvorstand von NRW hat wohl einen geschlagen, zu Boden geprügelt. Da kam dann so eine Frau, die dann irgendwie im Hintergrund sagte: Ich wusste gar nicht, dass es so lustig wird. Das ging ein bisschen viral, dieses Video. Schade, dass das muss ich. Lass das mal, also das Video will ich sehen und den Polizeisong. Genau, das machen wir gerne noch. Aber im Vergleich zu den letzten zwei Wochen hat es für mich ein bisschen abgenommen. Obwohl Trump hier natürlich wieder auch, bla bla, aber ja, es gab halt kein Rezo-Video. Hm. Ja, also. Das ist die Sommerpause, Sommerloch. Das Sommerloch. Sommerloch tatsächlich. Das fängt jetzt an. Noch eine krasse Meldung, die ich krass fand, war, ja, mein Eloquenz lässt nach, die Corona-Warn-App, ja, die sie jetzt alle schon ewig anpreisen, die kostet 20 Millionen Euro. In der Herstellung. Also nicht im App-Store, sondern dieser ist ja kostenlos, aber die Herstellung, 20 Millionen für eine scheiß Corona-App. Mhm. Ich mach denen das für 1000. Ja. Kannst du das, ja? Ja, einfach nur so ein blinkendes Bild. Achtung, Corona. Ja, die macht doch nicht mehr, als zu dokumentieren, wo du gewesen bist und mit wem. Hm. Und dann können andere das auch machen. Und dann wird angezeigt, mit wessen Gefahrenleuten du zusammen warst so und wie lange. Das kann doch jetzt keine Raketenwissenschaft sein. Ja.
20 Millionen für eine scheiß App. Vielleicht bin ja auch ich der Dumme, ja? Und ich weiß nicht, ob so da viel, irgendwelche aber. Langzeitscheiße oder so mit einberechnet ist, die du normalerweise da nicht mit in den Preis hast, weil es sich irgendwie gegenrechnet mit Werbung oder sowas. Keine Ahnung, weil die wird ja wahrscheinlich keine Werbung haben. Kein Plan. Und, und einen Vorfall gab es noch in Rossmann. Was? Also im Rossmann in Berlin, in einem auf dem Alex. Ach nee, das ist nicht Schlecker, ich war gerade bei Schlecker. Nee, so ähnlich. Rossmann gibt's noch. Auch, die gibt's noch, richtig. Oh. Erstens finde ich die schon sehr suspekt. In Weimar ist mal bei dem Rossmann-Zeichen das RO ausgefallen, dass nur SS-Mann da stand. Das habe ich auch vergessen. Ja. Trump hat den Secret Service als SS abgekürzt. In einem Tweet. Das ist auch ein Cancel-Wert. Ja. Eine schwarze Deutsche war einkaufen dort, ganz normal, mit ihrer Tochter und einer Freundin, glaube ich. Und die wollte halt mit Karte bezahlen. Aber die Karte hat eben irgendwie gehangen oder wie es manchmal ist, manchmal geht es einfach nicht. War eine Magic-Karte. War eine Magic-Karte von Dion vielleicht. Ja. Ist über den Tisch gezogen worden. Und dann... sind die dumm, die muss doch durch das Gerät gezogen werden. Und direkt ist die Kassiererin kritisch geworden, hat auf den Namen geschaut, das ist doch eh nicht ihre Karte. Wie kann man denn als schwarze Vanessa heißen? Okay. So, obwohl ja, die halt akzentfrei Deutsch spricht, diese Frau. Da hat sie die Polizei gerufen, da meinten auch die Cops, ja... Deutsche Sprache, schwere Sprache, ne? Passen Sie auf, was Sie uns jetzt sagen, es kann auch gegen Sie verwendet werden. Und haben ihr auch vorgeworfen, hätte sie nur erfunden alles. Okay, geil. Und das ist ein kleiner Fall in einem ganz großen rassistischen Meer von Fällen, die es gibt. Das war auch, ist auch ein bisschen viral gegangen in den Nachrichten. Fand ich nicht schön. Okay. Und das kleine Kind muss wohl Angst gehabt haben, dass es ins Gefängnis muss. Nur um nochmal die Emotionen rüberzubringen, ja. Dass ein Kind dachte, es muss ins Gefängnis. Weil die Mutti ihre Karte nicht ging. Ich dachte das früher auch oft, Tino. Dass du ins Gefängnis musst. Mhm. Ich bin bei einer 7 oder 7,5 oder echt? So. Echt? So krass? So. Ich bin bei einer 6 vielleicht. Echt, ja? Krass. Seit Herodes hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, was unsere Ratings angeht. Okay. Wir haben immer so eine, hey, aber so, der so wollte, eine realistische Einschätzung, so, weißt du? Der wollte letztes Mal eine 11 geben. Ist der dumm? Das ist dumm, das stimmt. Aber wir brauchen mehr Tendenzen, weißt du? Wir können nicht nur eine Grafik haben von 7, 8, 9 mal. Wir brauchen ein bisschen radikalere Ansichten. Da hat mir Herodes die Augen geöffnet. Das habe ich gelernt von Herodes. Also machen wir heute eine 6. Meine Meinung. Du kannst gerne eine andere Meinung haben. 6, aber dann blockiere ich dich halt. 6,1, nur um dir zu widersprechen. 6,1, was sagst du? Ich gehe damit, 6,1. 6,1, gerne. Stark. Okay. Oh, die Musik. Oh, es ist laut. Jetzt schon, oh Gott. Ja, das übelst. Oh, mein. Ah, au. Jetzt wär's nicht schon warm genug. Jetzt hat's auch noch laut. Oh, meine Ohren. Aua. Leute, die Brennpunkt-Hörerwünsche kommen noch. Keine Sorge. Es war jetzt ein bisschen kritisch mit. Corona-Wirtschaftskrise und so. Ja, meine Operation und so. Aber jetzt sitze ich halt doch noch ein paar Wochen auf dem Trockenen, so wie das auch. Oh, die Musik. Au. Auch Hörerwünsche.